Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Schön, dass du wieder mit dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und du siehst das schon, ich bin auf dem Weg zu... Ist das die gleiche Basis, wo wir schon mal waren? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall auf dem Weg zur Insel. Du hattest ja gesagt gehabt, man findet bei der Insel noch viel. Tobi hat wieder viel übersehen. Tobi hat ja auch noch eine neue Tafel, die orangene Tafel. Vielleicht kann man die hier irgendwie einsetzen, irgendwie benutzen. Mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir Diamanten und auf jeden Fall wird es in diesem Spiel schon wieder dunkel. Gehen wir erst in eine Basis rein, bis es hell ist. Das ist, weiß ich nicht, nee. Es ist ja so, der normale Tageszyklus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das sieht gut aus. Ich wollte eigentlich nur gucken, nicht, dass wir unten irgendwie auflaufen gleich. Aber das scheint hier tief genug zu sein. Denn ich würde gerne hier parken. So. Seemotte, alles an Bord, wie sich das gehört. Aber die werden wir jetzt nicht benutzen. Wir werden normal rausgehen. So. Ach, hier ist direkt... hier ist eine Klippe, dass wir... Ja, weil es hier einen Leviathan gab, oder? Wie war das nochmal? Okay, das könnte jetzt ein ziemlich gefährliches Unterfangen werden. Ich hoffe mal nicht. Zyklon-Maschinenfragment, das brauchen wir nicht. Ich scanne erstmal nur das, was wir noch nicht haben. So. Knollen. Ja, genau. Jetzt kommt eine Kommunikation rein. Ja, jetzt... Nee, jetzt ist es zu spät. Kann ich das eigentlich... So, ist das eine Probe? Perfekt. Dann nehmen wir zwei. Ja, komm, ja, wir nehmen zwei mit. So, für die Innenbeete. Krieg ich den gescannt? Nee, ist zu schnell. Ist der Krebs? Moment, wir müssen mal eben... Nee, hier parken wir eigentlich... Hier parken wir ein bisschen doof. Da parken wir noch nicht richtig. Da müssen wir noch ein bisschen umparken im Kopf. Hast du umparken im Kopf? Ich ja. Moment, mach mal die Funzeln an da. Besser. Also. Engine powering up. So, lass uns doch mal hier schauen. Mal ein kleines Stückchen runter. Das ist nicht die gleiche Basis, an der wir waren. Das ist nicht die gleiche Basis. Das ist gut. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen schlecht. Weil ich jetzt hier so natürlich nicht weiß, was sich hier noch alles so rumkreucht und fleucht. So. Ich lasse mal den Motor laufen. Und ich nehme mal kurz unser kleines Spielzeug. All systems online. Da unten ist der Eingang. Aber hier haben wir ja noch mehr. Mensch. Guck mal, hier ist auch so ein Stargate. Was passiert eigentlich, wenn ich da durchfliege? Einfach mal testen. Gar nichts. Gut. Aber die Dinger müssen wahrscheinlich bepowert werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Also gucken wir mal. Ist da noch irgendwas? Moment, irgendwas Greifbares. Weil wir wollen ja auch... Also hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen tauchen. Nachher. Wahrscheinlich zwischen den Folgen. Na, so ein bisschen Diamanten suchen. Wir sollen ja noch da ins... Wir müssen die Aurora nochmal zurück. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz da an Bord... Mal gucken, ob ich mit meiner einen Tafel, die ich habe, noch irgendwas machen kann. Hast du das auch gehört?
Ich meine, hier ist eins von diesen Viechern wieder. Das gefällt mir nicht. Vielleicht hätte ich mich um Verteidigungssysteme für die Zyklon und die Motte mal kümmern sollen. Ich muss die Zyklon mal in seichteres Gewässer bringen, wo der Leviathan nicht unbedingt hinkommt. Also, wo ich ihn zumindest noch nie gesehen habe, sagen wir es mal so. Oder wir verstecken ihn einfach hier bei der Basis. Nee, doch, das ist das, wo wir schon... So. Mal aus, machen wir hier. Wir nehmen aber trotzdem die Seemotte, weil wir haben ja drin in der Base... War ja quasi. All systems online. Hä? Ja. Yeah. Drin in der Base war ja noch ein Gang, wo wir nicht durchkamen. Und nach dem würde ich gerne nochmal schauen, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Bevor wir dann da unten mal nach Diamanten und sowas tauchen. Aber wie gesagt, das mache ich dann, glaube ich, oder denke ich mal zwischen den Folgen. So. Na, komm. Gucken, ob die orangene Tafel hier funktioniert. Ne, ist die falsche. Ist das falsche Symbol? Okay. Aber wir hatten, glaube ich... War da nicht noch eine Tür zu? Weißt du das? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Wir gehen trotzdem mal eben kurz rein. Schnell hier mal eben nochmal rumgucken. Ich würde gerne das Gewehr da mitnehmen, ne? Ah, da habe ich ja den Bauplan von. Ja, mal eben hier. Da unten, warte mal, da. Genau, hier war ja das andere Stargate. Ich nenne die Dinge einfach Stargate, weil für mich ist das ein Stargate. Kannst du jetzt sagen, was du möchtest? Moment, mit der Orange. Können wir vielleicht mit der orangenen Tafel was am Kontrollraum machen? Lass uns mal nach. Hier konnten wir. Den haben wir genommen. Den habe ich noch im Schrank zu Hause. Guck mal, erstmal alles in den Schrank packen. Jäger und Sammler. Wie sich das gehört. Das war der Weltenvernichter. Ich meine, ganz ehrlich, findest du die Basis zweckmäßig? Ich finde, die ist irgendwie nicht zweckmäßig gebaut. Die ist total bescheuert, total verwirrend. Kraftfeldstörung, die hatten wir. Also nicht verwirrend im Sinne von, man findet sie nicht zurecht, aber die ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Okay. Nee, ich lass mich nicht nochmal fliegen. Da können wir erst ran, wenn wir ein Alien sind. Wenn sie uns transformiert haben. Gut, okay. Also in der Basis fehlt uns noch eine Steuerung für ein Kraftfeld. Huh? Gottes Willen. Er wird lebensmüde. Er hat keine Lust mehr. Oh. Das war tatsächlich nicht geplant. Ups. Gut.
Nein, das ist nicht verbuggt. Nein, nein. Scheiße. Ich hatte mir vorhin noch überlegt, Verteidigungssysteme einzubauen. Hat aber noch nicht genug Materialien dafür. Das Problem war doch, hier ist doch so eine Höhle gewesen, wo der sich immer... Ich meine, wenn er jetzt in der Basis hängt, dann ist das so. Soll er da doch ein bisschen rumbangen? Ach, guck mal an. Mann, was willst du? Geh weg! Du mich jetzt aus meinem... Ja, hast du. Der spinnt wohl im Moment. Der Leviathan ist verbuggt. Cool. Das ist die letzte Steuerung, die wir brauchen. Für diese Tür. Komm her, du Moloch. Wohl nicht. Das müsste das vom Symbol... Doch, das ist das doch, oder? Ich muss hier gleich dringend weg. Ich glaube, der Leviathan wird gleich alles schroten hier. Also, nicht die Basis, logisch, aber mein... Ich glaube, ich habe den Zyklon gut geparkt, dass er da nicht rankommt. So, mal gucken, ob wir da jetzt in den letzten Raum reinkommen. Ich meine nämlich ja. Und ich glaube, auch der Leviathan ist von den Aliens hergebracht worden. Die Geißel des Planeten. So, mal gucken. Wenn das funktioniert, dann können wir uns auf jeden Fall weiter umschauen. Ja. Ich habe ein Messer und ich weiß es zu benutzen. Ach, man könnte auch von der Seite, wären wir auch rangekommen. Zap. Cool. Alter. So ein Fahrstuhl hätte ich auch gerne. Danke, Schätzelein, da waren wir ja schon. Also hätten wir doch zuerst das hier finden müssen, bevor wir... Okay, alles klar. So. Achso. Was haben wir hier? Unknown language. Attempting translation. Okay. Schema der Vollstreckungsplattform. Oh, guck mal, noch ein Energiebeutel. Nehmen wir. Meins. Erstmal der Basis die Energie rauben, dass sie nicht noch ein Schiff zerstört. Okay. Okay. Da ist noch ein Energiewürfel. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ja, ich erkunde die Basis weiter für dich. Oh Gottes Willen, die ist ja noch riesig. Gut, dass wir hier nochmal rein sind. Gut, dass du das gesagt hast, aber in dem Sinne. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lässt. Schau sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du dir das Video anschaust und sag, bis zum nächsten Mal.